So, Hallihallöchen, liebe YouTube-Userinnen und User. Hier ist wieder Miss Testerin und zwar mit einem angeboxten Unboxing, also nur ein Boxing sozusagen. Nein, kein Boxing, also nur ein Öffnen des offenen Paketes. Das Ganze kommt von Monsterzeug, das hat schon jemand anderes aufgemacht, ich weiß bloß nicht wer. Ist ja auch Wurst erstmal, von monsterzeug.de, hier sieht man das Ganze nochmal. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Eigentlich erstmal nichts mehr. Ich weiß sowieso, was drin ist, da ich das ja mir aussuchen durfte, freundlicherweise. Schaut wirklich mal auf der Seite vorbei. Richtig, richtig coole Sachen haben die da. Also machen wir das Ganze mal auf. So. Und zwar habe ich mir Papier bestellt, um eure Pakete, wenn ich euch mal wegschicke... Nein, natürlich nicht. Ja, also immer richtig gut verpackt. Ja, ihr seht es jetzt schon. Und zwar haben wir hier einmal... Akkus sozusagen, die kann man mit einem mit dem USB-Stick, der hier dran ist, kann man das aufladen wieder. Seht ihr das hier? Das ist richtig cool. Ja, hier ist nochmal eine Rechnung dabei. Die habe ich schon bearbeitet. Und hier steht das auch nochmal. Akkus mit USB-Lademöglichkeit. So, also schaut wie gesagt mal auf monsterzeug.de vorbei, richtig coole Gadgets und verschiedene Sachen. Schaut aber selbst, wirklich richtig cool, ohne Scheiß. So, dann machen wir das Ganze mal auf. Also das kann man wie ganz normale Akkus verwenden. Die sind jetzt zwar teuer, aber wenn man überlegt, wie viel Akkus kosten, die kosten auch nicht viel weniger. So, machen wir das Ganze mal auf hier. So, holen wir das raus. Ich habe mir das noch nicht angeguckt. Ich habe das ja jetzt erst aufgemacht. Ups. So, also AA-Batterien, die mittleren sozusagen, nicht die kleinen, sondern die mittleren. Ja, dann kann man das Ganze hier so aufmachen und dann haben wir hier den USB-Stick. Da steckt man dann ganz einfach in den Computer rein und kann es sozusagen aufladen. Das finde ich richtig cool, denn ich würde sagen, in der heutigen Zeit hat man wirklich überall USB-Anschlüsse, ob es am Computer ist oder sonst irgendwo. Ja. Ah, okay, das zeigt auch an, wie viel schon geladen wurde. Jetzt könnt ihr das vielleicht sehen. Na, wenn es mal im Autofokus. Coole Sache, zwei Stück sind immer dabei. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel sie kosten. Also man steckt die dann einfach so. Habe ich jetzt mal irgendwo einen USB-Port zur Stelle. Jo, also ich habe jetzt erstmal keinen USB-Port hier zur Stelle, das wird aber im Review schon alles gezeigt. Also die beiden Batterien sind das. Die sind wie ganz normale AA-Batterien. Ich kann mal schnell welche daneben halten. Ja, also hier haben wir die normalen Batterien. Also keine Akkus sind es jetzt und die sind genauso groß. Hinten sehen sie genauso aus. Und vorne natürlich dann auch. Jo. Okidoki, das soll es gewesen sein. Mit den Akku-Batterien, mit den USB-Batterien von Monsterzeug zur Verfügung gestellt. Richtig coole Dinger. Ich habe die immer noch in der Hand. Natürlich ist das auch energiesparend und umweltfreundlich. Also, vielleicht könnt ihr direkt mal die Artikelnummer eingeben. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Hier steht es. 0613. Wie gesagt, auf www.monsterzeug.de. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt mit den Batterien... Schwuppsiwupps, einen wunderschönen Tag jetzt noch. Man sieht sich oder mich. Und ciao.